Servus und hallo liebe Freundinnen und Freunde von Gartenschlau.com, Bernd hier, und in diesem Video möchte ich euch meine Sophronitis-Hybride, die Cattleya Chester, vorstellen. Die ist jetzt momentan seit heute am Blühen und wie wir sehen können, sie hat eine typische Sophronitis-Prägung, und zwar diese rote Blüte mit der gelb-roten Lippe, und ist eine wunderschöne Orchidee. Und wie gesagt, diese ist seit heute offen. Ich habe euch kürzlich die Pflanze mit Knospe gezeigt und heute eben die Pflanze blühend. Ich finde sie wunderschön. Ihr seht, im Vergleich zu meiner Hand ist es eine relativ kleine Pflanze, aber das macht nichts. Leider momentan nur mit einer Blüte. Sophronitis kann ja mehrere Blüten an einem Blütenstand praktisch produzieren, und auch der Kreuzungspartner könnte dies auch. Bedeutet, beim nächsten Trieb, wenn die Pflanze dann noch etablierter ist und stärker gewachsen ist, werden mehr Blüten, ja, denke ich mal, kommen und erscheinen. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt zum Thema Orchideen, gerne runter in die Kommentare oder hier in den Blumentopf. Bis zum nächsten Video und tschüss.